Wir kommen jetzt zu Ask Me Anything. Das heißt, jeder kann sich sozusagen alles fragen. Unsere Zuseher haben mir das sogar heute am Mittagstisch schon gesagt. Ich habe heute einen Leser getroffen, hat mir auch eine Frage gestellt, die kommt dann später. Ich fange jetzt mit Alfons Honkler an, der hat, das ist aber nicht der echte Name, sondern nur ein Nickname. Ja. Der hat mir, dass wir Discord geschrieben, das ist ein Chatprogramm und es gibt einen Inside Politics Discord Chat. Und da hat er in unserem AMA-Kanal geschrieben, Wandel, kannst fragen, wann sie glauben, dass das Meme, was ihre Partei ist oder darstellt, stirbt. Also wie lange wird es den Wandel noch geben? Das ist ein Wandel, das wir nicht glauben. Wir sind bekannt für Mut, für lange Warten und für Konsequenzen. Und nachdem wir jetzt schon arbeiten, ohne Geld dafür zu kriegen, also den Wandel wird es schon lange geben. Ich verstehe. Die nächste Frage kommt von Green Maniac. Was halten Sie von der Expertenregierung? Und wenn die weiterhin so gut arbeitet, könnten Sie sich vorstellen, dass man das weiter fortsetzt, also eine Regierung ohne Mehrheit im Parlament? Ich glaube, so wie vielen Österreicherinnen geht es mir gleich, dass die Expertinnenregierung jetzt das irrsinnig angenehmer finde, weil man endlich mal ins Arbeiten übergeht, also besonders der Minister Jabron und zum Beispiel die Bundeskanzlerin und so, die arbeiten die Leute jetzt, ja. Das ist jetzt nicht wie vorher. Vorher ist es um selbst präsentieren gegangen, wer best wen, wer hätte noch gegen wen. Jetzt haben wir Arbeitsregierung. Allerdings muss ich sagen, bin ich nicht dafür, dass man die Expertinnenregierung behält, weil es entgegen jedem demokratischen Prozess. Es ist keine gewählte Regierung. Bin ich sehr glücklich, dass wir sie haben. Aber ich finde es gut, dass die Österreicherinnen und Österreicher jetzt wieder eine neue Regierung wählen. Das ist ja kein Menschen, die jetzt Angst davor haben, dass diese gute, angenehme Zeit wieder weggeht, die sollen doch bitte das wählen, dass es auf der Ebene einer Expertenregierung bleibt. Ich verstehe, also das heißt, Sie würden dann Experten in die Regierung entsenden würden. Es gibt ja mehrere Alternativen, ja. Ja. Aber ich jetzt persönlich schon extrem angewidert von der Ex-Regierung, weil dieses, also wieder Hetze und Hass, was manche SPÖ-Politikerinnen sich leisten. Sie haben ja gesagt, sie wollen kurz noch über politische Kultur und Unkultur sprechen. Ja. Also ich finde, eine politische Person hat den Auftrag, ein Vorbild zu sein. Mhm. Und ich meine, ich war in Niederösterreich, Menschenrechtsaktivisten in Pfaffenhofen. Mit der Landesrat Waldhaus über Menschen spricht, das ist untragbar. Und gibt es noch genug letztlich auf dem Punkt. Ja? Also ich verstehe, dass die Menschen die Expertinnenregierung gern mögen. Es ist eine große Erleichterung jetzt, aber ich habe jetzt beim ORF Sommerkabarett zuletzt mal eine Vorführung von Sebastian Schäuber von den Hektikern, der ist ja mittlerweile Solokünstler, ja, gesehen, und er hat da unter anderem präsentiert die Top-Wörter auf Google, die in den jeweiligen Bundesländern gesucht werden, und in Niederösterreich war es kurioserweise Exil. Genau. Also. Ja, manchmal auch drüber, aber das ist sehr traurig. Ja. Sehr, sehr traurig. Weil ich finde, wir müssen uns auch als Gesellschaft einmal fragen, was das verschleudert ist. Ja, ja, das. Weil viele Menschen leben einfach noch nach dem Prinzip, okay, der erlebt uns das Wort, der darf das, dürfen wir auch. Und ich finde, das erste, der allererste Auftrag, den eine politische Person hat, ist Friedensarbeit. Mhm. Da gibt es jetzt dann verschiedene Zugänge und das ist auch demokratisch und das ist auch gut, aber Friedensarbeit muss für jede politische Person der erste Auftrag sein. Ich verstehe, und natürlich Frieden wünschen wir uns, glaube ich, grundsätzlich alle. Dann nochmal von Alfons Honkler. Ja. Würden Sie lieber gegen 100 SPÖ-große ÖVPs kämpfen oder antreten
oder gegen eine ÖVP-große SPÖ? Ich sehe das mit der Wahlkampf jetzt überhaupt ein bisschen anders. Ja? Ich denke, ich schaue nicht so viel, was die anderen machen. Und das tun wir nicht als Wandel. Natürlich müssen wir das politische Geschehen beobachten, aber wir sind stark genug, wir lassen uns nicht treiben von einer großen oder kleineren oder größeren SPÖ oder ÖVP oder FPÖ, sondern wir vertreten stark unser Programm. Wir versuchen, das den Menschen näher zu bringen. Wir merken das auch, wenn wir in Gespräche kommen, dass die Leute sich mit diesen Gedanken wirklich dann auch beschäftigen. Wir haben es auch in der Wahlkabine gesehen. Es haben uns sehr viele Menschen geschrieben, Wandel kommt bei mir an erster Stelle, war meine Antwort darauf, weil wir eigentlich darüber reden, was die Menschen sich im Innersten wünschen. Mhm. Wie viel Mut sie jetzt haben, ja? Weil es wird ja auch selbst von linken Parteien, denen erzählt wird, nicht ein Wahnsinn, eine verlorene Stimme kennen wir ja. Aber also, wie stelle ich nicht die Frage, gegen wen trete ich an, sondern wie gut können wir uns als Wandel mit der Gesellschaft, mit den Menschen verbinden, dass das auch verstanden wird und dass die Leute uns kennenlernen, ja, und unser Programm kennenlernen. Ich finde das Wort Wahlkampf auch besser, ja. Es sollte Kampf sein, es sollte dahingehend sein, dass die aufrichtig für eine gute, bessere Gesellschaft, für eine friedliche Gesellschaft, für eine gerechte Verteilung stehen. Das ist das Zukunftsthema, gerechte Verteilung. Ja. Gregor Gysi hat das einmal angesprochen, das war glaube ich das letzte Mal, als er Spitzenkandidat für die Linke in Deutschland war. Da war er bei NTV eingeladen und er hat dann eben gemeint gehabt zu den drei Redakteuren, die ihm gegenüber gesessen sind, ja, das ist ja jetzt so 3-1, also sie gegen mich. Und der leitende Redakteur hat daraufhin gemeint, Sie haben das missverstanden, Herr Gysi, wir sind mit Ihnen und werden jetzt mit Ihnen die nächste halbe, dreiviertel Stunde eben reden. Also ich glaube schon auch, natürlich, es gibt die kritische Aufgabe des Journalisten, aber es gibt, glaube ich, auch sozusagen den begleitenden Faktor, auch was die Konkurrenz anbelangt. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Demokratisch gesehen finde ich es auch so, ich meine, natürlich möchte ich jede Partei, dass die Menschen von ihren Sachen erfahren, das ist ganz klar, aber gerade auch nach der Regierungsbildung oder auch während der Regierungsbildung noch fast dann auch sehr wichtig, ja. Das stört mich auch als Bürgerin, weil ich war ja lang Bürgerin, ja. Mhm. Jetzt bin ich politische Position, ja, bei Zivilgesellschaft politisch bin ich immer noch NGO, ja, also das ist auch etwas, was ich gerne öffnen möchte in den Köpfen der Menschen, dass man nämlich das verbinden kann. Als Bürgerin muss ich sagen, erwarte ich mir, jede Partei, die Stimmen kriegt, wurde von jemandem gewählt. Diese Menschen wünschen sich, dass sie vertreten werden. Also haben die Parteivertreter, die hier Diskussionen führen, die Verpflichtung, mit den anderen Parteien zu sprechen und gemeinsam eine gute Lösung zu finden. Das wird ja auch vollkommen klar sein. Mhm. Schwierig wird es natürlich dort, und das ist auch die nächste Forderung, die wir stellen oder die wir uns erwarten. Demokratie hat ja Grenzen. Ja, jetzt, das ist mal ein Einzelfall da, ein anderer dort, ich habe nicht gewusst, mit wem. Demokratie hat ihre Grenzen und die müssen auch ganz klar eingehalten werden. Und wenn die eingehalten werden, ist jetzt meine persönliche Meinung, ich spreche jetzt nicht den Wandel, aber ich bin mir sicher, dass meine Kolleginnen und Kollegen geschätzt sind, auch so unterschreiben. Aber wenn ich die Grenzen einhalte und auch strikt einfordere, ja, dann habe ich die Möglichkeit, demokratisch, dass die Parteien miteinander, die vertreten Menschen in unserem Land, gute Lösungen gemeinsam arbeiten. Mhm. Das verstehe ich. Ich meine, die letzten 1,5 Jahre war es so, das kann man ganz klar sagen, weil das ist ja öffentlich einsehbar. ÖVP und FPÖ haben sozusagen alles beschlossen, ja. Und alle anderen Menschen, die sich von irgendjemand anderem reden lassen wollten, sind einfach zu kurz gekommen. Ja gut, aber das war ja unter SPÖ und ÖVP-Regierung auch nicht viel anders. Finde ich eben auch nicht gut. Da appelliere ich an die politischen Personen. Und habe ich gesagt, die Privatpersonen. Ja,
Natürlich. Ja? Ich verstehe, was Sie meinen. Demokratisch. Ja. Und das ist, und jetzt drum möchte, drum wünsche ich mir auch sehr, dass der Wandel ins Parlament kommt, weil das hat mit Bildung zu tun. Weil die Politik, der Herr Kurz hat uns erzählt dauernd, er macht das, oder die Kicke, er macht das mit den Abschiebungen, was die Mehrheitsbevölkerung möchte. Was ich erstens nicht glaube, die Mehrheitsbevölkerung weiß gar nicht, was es bedeutet, nach Afghanistan abgeschoben zu werden und hat überhaupt keinen an die Flugzeuge starten und landen dort und so. Aber das ist deren Reden, ja? Was die Mehrheitsbevölkerung möchte. Ja? Und darum möchte ich, dass der Wandel ins Parlament kommt und gemeinsam mit anderen linken Fraktionen einfach das Thema Bildung angeht. Weil wenn die Menschen gebildet sind, und da ist auch politische Bildung genauso wichtig wie eine Erstensbildung. Ja, ist auch für ein gutes Zusammenleben wichtig. Und das kann man ernst nehmen. Ich bin Mutter von zwei Kindern, ich weiß, wie es geht. Ja, ja, und das haben Sie jetzt auch schon öfters angesprochen. Ja, weil es mir so wichtig ist. Das verstehe ich, ja. So wichtig. Ja. Weil jetzt in Facebook, ich habe einen sehr regen Account, da schreiben die Leute nach furchtbar, diese Menschen, die alle hetzen und so. Keiner fragt sich, und das tut der Wandel die Ursache. Natürlich ist es jetzt so, ja, aber ja. Wo liegt die Ursache? Das ist richtig und ich muss aber jetzt wirklich weitermachen. Ich habe da noch eine Frage von 1, der hat letztens schon mal das angemerkt, er hat aktuell ein bisschen ein Problem mit der GIS. Die haben nämlich ihm vor 1,5 Jahren, als er in seine neue Wohnung in der Nähe von Graz gezogen ist, einmal besucht, dann hat er ihm den Fernseher gezeigt, der funktioniert aber nicht mehr im Sinne von empfangsfähig unter DVB-T und so weiter. Kann also eigentlich kein ORF-Programm mehr empfangen und kann generell keine Programme mehr empfangen, wie auch immer. Jedenfalls war es dann so, dann hat er nochmal einen Anruf bekommen, hat ihm das noch einmal erklärt, weil er nur das Radio angemeldet hat und jetzt hat er einen Brief bekommen, wo er unter Wahrheitsaussage sozusagen, also Wahrheitspflicht aussagen muss, dass er kein empfangsfähiges Gerät bei sich zu Hause hat. Und er hat sich dann erkundigt. Es gab etliche Fälle, wo das schon der Fall war, wo dann die GIS gesagt hat, man müsse doch bitte ein Gutachten einbringen von einem Fernsehtechniker oder einschicken, der bestätigt, dass das Gerät nicht mehr empfangsfähig ist. Daher die Frage von 1, sollen in Zukunft GIS-Kontrolleure eine elektrotechnische Ausbildung nachweisen müssen, wenn sie sonst nicht in der Lage sind, die Dinge zu kontrollieren, die sie kontrollieren sollten? Naja, das mit den GIS-Kontrolleuren, das ist ja ganz ein eigenes Problem, die GIS zu bezahlen. Weil der GIS-Kontrolleur, den muss ich ja gar nicht in meine Wohnung lassen. Ja, ja, genau. Aber ja, also das ist jetzt ein bisschen, wenn man die Frage, also ich hake es einmal ganz kurz ab, also verpflichtende Rundfunkgebühren abschaffen natürlich nicht. Ja? Also weil wir wissen einfach, wie wichtig der öffentlich-rechtliche Sender ist, wo Journalistinnen noch halbwegs frei berichten können. Ja? Also das, ja, die Unabhängigkeit des ORFs, soweit er noch besteht, ja, aber das ist halt auch wieder. Aber prinzipiell keine Abschaffung der GIS-Gebühren. Mhm. Ich finde, ich glaube, es gibt sogar in der Südsteiermark zum Beispiel so Busse, die fahren da mit lauter Antennen herum und die lässt das schon, ob du einen Fernsehempfang hast oder mit diesen einen speziellen Fall, den kein Jurist bin. Aber ja. Ich finde, es müsste üben, wenn man einfach Auskunft gibt und sagt, ich habe keinen Fernseher. Ne? Dann zahle ich für ein Radio, aber prinzipiell GIS-Gebühren abschaffen und die Ausbildung, ich meine, das ist jetzt die Frage, was nützt das denn GIS-Kontrolleur, die Ausbildung, wenn sie nicht finden? Naja, manche tun ja mit Nachdruck arbeiten, da gibt es zwar einige Geschichten bis hin, dass der Schwager Polizist ist und da mithilft bei der Hausdurchsuchung und solche Geschichten. Also da habe ich schon einiges gehört. Na, das ist natürlich ein Gebiet. Ja. Also man muss ja rechtlich ein GIS-Kontrolleur, ich weiß nicht, wie die heißen, gar nicht lassen, das glauben viele, das muss man nicht. Ja. Ja, da kann man, also das ist überhaupt, also da sind wir jetzt schon wieder beim Thema politisch-rechtliche Bildung, weil das wissen ja viele Leute. Jetzt steht jemand mit einem kleinen Ausweis vor der Wohnungstür, machen viele Leute gleich auch aus Angst. Ja?
Aber also. Das, ja, es ist aber zum Beispiel so im konkreten Fall, da habe ich das Schreiben dann vorgelesen bekommen. Und da war es dann auch so, das habe ich aber sicherheitshalber kontrolliert auch, muss ich auch gleich sagen, wegen Quellen, wegen der, wie es so schön, Quellenüberprüfung, dass nämlich tatsächlich die GIS das Recht hat, dann über die Bezirkshauptmannschaft im Zweifel noch einmal hier eine Untersuchung einleiten zu können, und dann würde die Bezirkshauptmannschaft halt im eigenen Haus auftauchen. Da muss ich sagen, ist das nicht eine Frage, die eine Juristin oder Jurist beantworten müsste? Also ja. Ob ich das jetzt beantworten kann, ob das jetzt möglich ist oder nicht, ich kann das nicht beantworten. Naja, Sie als zukünftige Politiker können ja beantworten, ob Sie damit einverstanden sind oder nicht. Nein, bin ich nicht damit einverstanden, dass ich diese in die Haushalte gehen kann, nein. Okay. Gut. Dann abschließend von den User-Fragen noch zwei Fragen. Erstens, was halten Sie vom Thema CO2-Steuern und wie soll das sozusagen in Österreich umgesetzt werden? Das hat auch nochmal Alfons Honkler gefragt. Also ich finde, alleine über die CO2-Steuern zu reden, das ist für mich nicht genug. Ja? Weil ich finde, und das ist ja das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, es wird ja wieder nur Symptombekämpfung. Ja? Ich finde, es muss ein ganzheitliches Programm her. Ja? Natürlich bin ich für eine CO2, also sind wir vom Amt eine CO2-Steuer. Die hilft einfach, dass man jetzt mal die echten Kosten der Produktions- und Lebensweise kennt, ja? Und auch transparent macht. Ja? Wichtig, sagen wir, ist dazu, sie so zu staffeln, dass jetzt nicht private Haushalte überproportional belastet werden und die tatsächlichen Verursacher sich wieder freikaufen können. Mhm. Ja, also das ist genau unser Thema, ja, die gerechte Verteilung. Braucht es da auf EU-Ebene eine gemeinsame Politik, zum Beispiel Strafzölle oder eben eine gemeinsame CO2-Steuer überhaupt von der EU aus? Ja, im Endeffekt braucht man das, das ist klar. Mhm. Ich meine, aber das wissen Expertinnen und Experten, die mit diesem Thema sich beschäftigen, noch besser als wir beide. Ja, ja, natürlich. Im Endeffekt braucht das. Ja. Das ist jetzt natürlich bei den Wahlen immer das Problem. Keiner will etwas aussprechen, auch im Flüchtlingsbereich. Niemand will etwas aussprechen, was irgendjemanden zur persönlichen Verantwortung auch könnte oder wo man persönlich quasi betroffen ist. Da fordere ich bitte alle Zuhörerinnen jetzt freundlich auf, nachzudenken. Es ist unsere Welt, es ist unser Land. Wir machen das wir gemeinsam für die nächste Generation. Da muss jeder seinen Beitrag leisten. Und da können wir jetzt sagen, nein, das kann ich mir nicht leisten. Natürlich hat die Politik dafür zu sorgen, dass jetzt nicht schon wieder die Ärmsten der Armen oder die Mittelschicht am meisten belastet ist, sondern wirklich die Konzerne und die Verursacher. Ja? Aber im Endeffekt müssen wir alle irgendwie, einen Beitrag leisten. Es wird nicht anders gehen. Mhm. Das traut sich natürlich niemand aussprechen. Ja, ist klar. Gut, und eine letzte Frage von einem Leser von mir, den ich eben heute getroffen habe. Der hat sich kurz ihr Medienprogramm durchgelesen und dann hat er zu mir gesagt, sind Sie gegen die Wand gerannt und kann man die Abdrücke noch sehen? Was? So unhöflich. So unhöflich, ja. Ich sage es ganz offen. Es ging darum... Ich muss ja jetzt speziell bitte was sagen, ja? Ja. Also ich finde so eine Diskussionsform, und das meine ich ja mit politischer Kultur und Unkultur, ja? Weil, also so sollte man ja nicht miteinander reden, aber die sind doch gerne meine E-Mail-Adresse, also ich kann es gleich sagen, dorf.lange@derwandel.at, und er soll mir bitte anschreiben, welche konkrete Frage er hat in einer höflichen Form. Mhm. Okay, bitte. Nehme ich auch zur Kenntnis, aber ich habe es auch vorher vorgewarnt im Vorgespräch, das ist eine Arme. Nein, ich bin ja gar nicht beleidigt. Ja. Ja. Ich denke mal, wenn er wirklich was wissen will, dann bringt er sich, und wenn wir im Austausch kommen wollen, oder es kann ja auch sein, dass er Argumente hat, wo ich sage, ja, das hat auch seine Richtigkeit.
Aber nur zu fragen, sind sie gegen die Wand gerannt, was ist das für ein Dialog? Ja, ja, ich verstehe schon, was Sie meinen. Kann ich gar keine Antwort darauf geben, weil ich bin ganz quietschvergnügt und telefoniere mit Ihnen und niemand von uns ist gegen die Wand gerannt. Nein. Ich heute noch nicht und tatsächlich habe ich gestern sogar aufgepasst in einem Lokal, dass ich nicht gegen die Wand meinen Kopf in der Toilette schlage. Das ist mir nämlich explizit in diesem Lokal aufgrund einer niedrigen Kante schon mal passiert. Oh je. Aber ich verstehe, was ich sagen möchte. Dieser Antrag hatte nichts Konstruktives. Ja, ja. Nein. Also, wenn er wirklich Interesse hat, kann er mir oder auch konkret. Gerne schreiben und dann kann man so ich versuche das jetzt ein bisschen zu neutralisieren, um gleich die Antwort rauszuholen. Konkret ging es eigentlich darum, dass eben Medien in Zukunft nicht mehr gewinnorientiert sein sollen, sondern dass das eben Vereine oder Stiftungen sein sollen. Mhm. Die und ich kann jetzt dann nur unsere Meinung verwandeln dazu sagen, wir stehen natürlich hinter dem, ja? Mhm. Weil solange es auch dort nur um Profit geht, werden nur die profitieren, die am meisten Geld hineinstecken können. Okay. Und ein Medien, also die Presse, Medien und so, das ist für die Allgemeinheit da. Das ist jetzt, und wenn man sieht, geht dann bei gewissen Medien, was da rauskommt, denen darf man sich nicht. Ja? Mhm. Aber wenn ich da in der ganzen Stadt den Papiermüll habe nach dem Wind, ja? Weil da lauter Blätter herumfliegen, wo eh nur Hetze und Hass und, also Entschuldigung, ja? Also kann ich nicht, also ich finde, Medien sind für die Allgemeinheit da, müssen ein gewisses Niveau, eine Information erfüllen, ja. Und wenn es dann nur um Pushen geht und der hat das meiste Geld, eben wieder um Kapitalismus, dann setzt sich der durch, der das meiste Geld hat und nicht unbedingt der, der es am besten gemeint hat. Oder vielleicht Unternehmen, die dann halt Parteien pushen. Genau. Mhm. Danke, dass Sie das gesagt haben. Ja, ist nur meine persönliche Meinung und nur Inside Politics nimmt. Ich habe ja erlebt, ich bin ja. Der Video, ja, alles ist klein und ich sehe da zum Beispiel von einem jungen Mann, man tut mir auch leid, menschlich, weil ich glaube 18 oder was geht, das so ein Video rum. Nein, das ist ja nicht der, also den wir kennengelernt haben und der war bei uns, der hat mit uns freundlich ein Bier getrunken. Die Tragweite dieses Videos, ja. Und das hat mich sehr betroffen gemacht. Die Politik hätte darüber sprechen sollen und explizit darüber, dass Österreichs Politiker, und das war nicht irgendjemand, das ist ein Vizekanzler, ja, überhaupt solche Dinge in den Mund nehmen. Und in welchem Zustand, da bin ich mir jetzt egal. Ja. Mhm. Aber es war dann die Hauptdiskussion, wer hat produziert, wer wollte den anpassen. So weit sind wir in unserem Land und das finde ich schockierend. Ja. Ich verstehe, was Sie meinen. Gut, damit schließe ich diesen Teil und wir kommen jetzt sozusagen zum vorletzten Bereich, nämlich da geht es auch um die Berichterstattung, die über den Wandel gemacht wird oder halt Eindrücke, die ich gelesen habe zum Wandel. Sie sprechen es selber an, der Wandel ist jetzt seit 7 Jahren auf der politischen Ebene aktiv, war auch nicht immer alleine bei Wahlen, sprich es gab Kooperationen mit der Piratenpartei, mit den Kommunisten über die letzten Jahre. Da fallen mir zum Beispiel ein Europa anders 2014 oder 2015 Wien anders, wenn ich mich jetzt nicht irre. Warum treten Sie diesmal alleine an? Warum tritt man diesmal alleine an? Weil es war erstens einmal die Zeit zu kurz, dass wir ein gutes Bündnis schließen, weil die Unterschriften, also Unterstützungserklärungen sammeln, da hat man quasi 2 Tage später dann schon das anmelden müssen, also die Zeit war einfach zu knapp. Und dann finden wir, dass der Wand stark genug ist mittlerweile, dass er selber zu einer Nationalratswahl antreten kann. Das hat man auch gesehen, anhand, dass wir die Unterstützungserklärungen bekommen haben. Mhm. Es sind die 2 Gründe. Und das andere, was ich gesehen habe, ist, es gibt Leute, die sagen, der Wandel ist doch eigentlich nur noch eine weitere linke Partei. Das kann ich sofort. Also das kann ich sofort dementieren. Eine weitere linke Partei nicht. Das ist die progressivste linke Partei.
Ja? Weil es, wenn man jetzt die politische Landschaft verfolgt, dann stellen sich auch viele Linken früher jetzt, wie wir nicht angetreten sind, die Frage, gibt es überhaupt noch Linke? Mhm. Ja, und also wir sind die progressivste linke Partei, wir arbeiten wirklich mit einem Zukunftsprogramm, wir haben ganz klare, wir lassen uns nicht irgendwelchen Konzernen oder Lobbys oder wir sind mutig, ja, also es ist nicht eine weitere linke Partei, es ist die progressivste linke Partei, die auch wirklich mit neuen, und das kann man nachlesen, Gesprächskultur verändern, Ursachenbekämpfung. Wer spricht von den anderen linken Parteien über Ursachenbekämpfung? Ich wiederhole mich, wir würden nicht antreten, wenn andere linke Parteien ihre Arbeit gut gemacht hätten. Ja, Sie sprechen, Sie sprechen vom asiatischen Grundsatz, also Feng Shui, Buddhismus etc., ist ja egal, wo man das liest, Ursache und Wirkung. Ich möchte es nicht mit Feng Shui verletzen, weil dann heißt der Hart, die haben da eine Politikerin oder was, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Na. Aber im Prinzip ist es so, auch im Geschäftsleben. Ursache und Wirkung ist klar und so ganz klar kann ich sagen, aus meiner Erfahrung aus den letzten 5 Jahren, mit der Arbeit mit Flüchtlingen und dann jeder Platz ist Ökonomen und ganz viele Menschen, die hier beim Mann mitreden, sehr, sehr gescheite Leute auch, die glauben das alle, es ist eine Politik der Symptombekämpfung, das kann man ja auch, das sieht man ja auch, das ist ja nichts, was wir Neues erzählen. Und wir sind eine progressive Linke, wir reden nur von Ursachenbekämpfung. Also, das ist so eine weitere neue linke Partei, da muss ich schmunzeln. Ja. Ja. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.